So, Freunde der Atomexplosion, es geht weiter mit Metro Last Light Redux hier in den Trümmern von Moskau. Und es geht weiter mit unserem kleinen Freund, den wir aufgesammelt haben in den letzten Folgen, dem letzten überlebenden kleinen Schwarzen und mit mir und Artyom. Mir ist gerade was aufgefallen, was ich lustig finde. Wenn man hier länger steht und nichts macht, dann spielt Artyom irgendwie mit der Waffe rum. Lädt seine Waffe nach oder spielt mit der Munition rum oder irgendwas. Spielt mit der Waffe rum. Eben hat er die Waffe so benutzt. Kurz, das will ich noch loswerden. Eben hat er die Waffe so benutzt, als würde er halt Gitarre damit spielen. Das fand ich schon sehr, sehr lustig, weil da hat sich jemand die Mühe gemacht, das zu animieren. Ne? Nur, dass die Waffe so gehalten wird, halt wie eine Gitarre und er spielt so, ja, wie eine Art Luftgitarre halt. Fand ich schon echt geil, oder? Bei einer anderen Waffe hat er halt so die Munition so durchgeklippert. Das sind so Sachen, die gefallen mir unglaublich gut. Die Nachladeanimationen hier, die sehen halt schon standardmäßig aus für einen Shooter. Zack, Magazin rein oder so. Da gibt es auch ein geiles Video von Alt-F4 Games, was ich euch empfehlen kann für Nachladeanimationen. Aber hier die Waiting Animation, wenn man nichts macht und rumsteht, was der mit der Waffe dann tut. Finde ich sehr geil. Heftiger Sturm, wenn du mich fragst. Da wollte ich eigentlich nicht reinfallen. Bin ich tot? Ja. Ich krieg halt mega die Ladung Strahlung ab und ich weiß nicht, was ich tun soll. Naja, er sagt, wir sollen warten, aber... Das hilft mir bei dem Thema der Strahlung halt auch nicht. Wo geht er denn lang? Okay, ich bleib hier. Können wir jetzt gehen? Ich kann mich nicht bewegen. Alter. Was ich für einen Schaden abkrieg, wenn ich in... Wenn ich in der Strahlung stehe. Tu dir nix. Genau. Ja, ja. Was für eine Scheiße ist das jetzt hier? Ja, ich bin wieder tot. Keine Ahnung. Konnte ich nicht ahnen, dass die mich direkt angreifen. Wow, was ist jetzt? Lass mich los! Was zur Hölle? Aber ich bin nicht wieder tot, oder? Nee. Nicht bleiben. Ich helfe. Stören Sie nicht, Artyom. Bleib in meiner Nähe. Du Scheiße, was ist das? Was ist das für eine Albtraumsequenz hier? Das ist alles die Toten.
von dem Atomschlag. Kann aber nicht bei ihnen bleiben. Ich muss was erledigen. Das funktioniert leider nicht. Alter. Ich hab halt einen Scheiß an Munition, ne? Das wird halt echt widerlich. Wenn jetzt noch ein paar Gegner kommen. Ist, glaube ich, ähnlich wie meine, die ich habe, ne? Ja, ist die gleiche. Naja, zwei Schuss, besser wie nix. Ist hier noch was? Nee. Komm. Habe ich das im Kreis? Tatsache. Hier runter? Naja. Bitte durch den Graben. Ich höre sie überall. Tut mir nichts, ich tue euch auch nichts. Da ist er. Sehr viele. Hast du dir mal meinen Munitionshaushalt angeguckt? Was hat er denn für eine Knarre? Will er das gerne mitnehmen, was er hat? Ah, noch einer! Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf! Verdammt nochmal, es ist Artyom! Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt vom Genosse Korbut bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer! Feuer nach eigenem Ermessen! Nicht bleiben! Ich helfe! Wie denn? Sind umzingelt, ey. Komplett umzingelt. Nicht mehr. Zu erschöpft. Hab ihn unter Beschuss! Angriff! Eliminiert ihn! Führ den Befehl aus! Ist das hier meine letzte Schlacht, oder wie? Ich hab mir die Gegner zwar gezeigt, aber durch das Laservisier sehe ich sie, ja. Okay. Ich helfe dir zu sehen. Boah, das ist geil. Okay, da ist einer. Kommen Sie. Was zur Hölle? Hinter mir. Wer hat der sich denn, wie hat der sich denn an mich rangesneakt, sag mal. Das Spiel ist, also gerade wird das Spiel echt schwer. Muss ich erst weiter nach vorne laufen, damit das Event wieder getriggert wird? Irgendwie läuft das Spiel nicht ganz ruckelfrei. SSA macht wahrscheinlich Probleme. Mal gucken. Ja. Ja. Dann sieht das Spiel halt kacke aus. Vielleicht kann ich die Texturfilterung ein bisschen runterstellen. Ja, schon besser. Ah, noch einer.
Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf. Verdammt nochmal, es ist Artyom. Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt vom Genosse Korbut bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer! Feuer nach eigenem Ermessen! Nicht bleiben! Ich helfe! Nicht mehr! Zu erschöpft! Angriff! Eliminiert ihn! Führt den Befehl aus! Führt den Befehl aus! Ah, da kommt die her. Ja, passt. Filter. Ja, die Deckung ist fast down. Das ist deine Chance. Du hättest bei der roten Linie bleiben können. Wir hätten dich aufgenommen. Und dann genau hierher kommen. Manchmal sollte man die bessere Mund. Oder hast du gedacht, Korbut hätte dich völlig vergessen? Nicht solange du lebst. Und ich auch nicht. Du wolltest es nicht so wie wir, wolltest dich uns nicht anschließen. Also wird sich einfach nicht weichen. Also Artyom, das wird langsam langweilig. Wo hat es? Erledigt sich! Angriff, lass uns unsere Kameraden messen! Da irgendwo auf der rechten Seite. Scheiße. Okay. Was jetzt alle? Bin mir nicht sicher gerade.
Schau mich, wenn du dich traust. Also beschlossen, hier aufzutauchen? Du hast Eier in der Hose, so viel ist sicher. Komm schon, Ranger, schnappen und verstümmeln, wie du es immer machst. Oder bist du ein Angsthase? Du bist ein hartnäckiger Hurensohn. Halt die Schnauze, Pavel. Bist du hergekommen, um es zu Ende zu bringen, oder was? Komm schon her! Komm schon, Artyom! Komm hier hin! Ich kann dich nicht mehr jagen, aber ich kann noch immer ein Loch in deinen Kopf schießen, wenn ich ihn sehe. Keine Sorge! Artyom, du bist gut? Gut! Komm! Bring es! Furcht und Tadel. Was zum Teufel ist das? Hä? Du lässt die Bestie auf mich los? Ja. Was für ein Held. Jetzt guck mir mal in deinen Kopf rein, Pavel, alter Freund. Der Test an der Oktyabrskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morosow, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Artyom, was ist los mit dir, ha? Artyom! Entscheide, du gehst, du hilfst, entscheide. Wir können nicht lange bleiben. Artyom, hau nicht ab! Gehen schon genug Tote auf sein Konto. Ich werde kein Mörder sein, so wie er. Ich könnte ihm jetzt im Nachhinein vielleicht noch erschießen. Aber er ist grün, das heißt, es geht nicht. Okay. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Oh ja, das hat uns echt geholfen. Ist das ein Friedhof? Das ist hier seltsam. Warte! Was ist das?
Es hat Bäume umgerissen, es ist groß. Ich muss sehen. Dann sieh du dich mal um. Ich höre auch was. Da, was war das? Doch, nö. Das ist hier nicht. Ja, was? Ist zwar die gute Mun, aber egal. Dadurch sterben sie schneller. Wie das Gefühl, ich laufe gerade so in ein Endgame rein. Die laufen weg, aber ich weiß nicht vor was oder wohin. Hallo? Trifft ihn doch. Mein Gott. Okay, ich wechsle mal auf die andere Moon, weil davon habe ich ziemlich viel. Ist hier richtig? Soll man wieder so ein bisschen auf meinen Navigator gucken? Weisen die mir auch den Weg? Kann das sein? Ah. Etwas passiert. Oder? Ich wetsche mich hier durch. Sind das Bären? Scheiße. Was zur Hölle? Oh shit. Alter, was ist das für ein Koloss? Ey, bitte lass mich nicht gegen den kämpfen, ey. Mit der Munition, die ich noch hab. Das hab ich doch niemals. Holy fucking shit. Ich wollte eigentlich den Tagebucheintrag. Der Garten. Jetzt weiß ich alles. Das Bild ist vollständig. Alles, was ich bislang gesehen hatte, war nur Vorbereitung. Der richtige Schlag würde im allerletzten Moment geführt werden, wenn niemand es erwarten würde. Corbett prahlte damit, dass er die gesamte Metro einnehmen würde, ohne Blut zu vergießen. Er könnte es tatsächlich. Das letzte Blut, das er vergießen müsste, wäre das Blut der Ordenskämpfer, die die Sechs beschützen.
Die Roten wollen einfach einen Überraschungsangriff starten, und zwar genau in dem Moment, in dem Moskwin das Friedensabkommen mit Miller und den anderen unterzeichnen wird. Es ist eine Falle. Oje, oje, oje. Oje, oje, oje. Oje, oje, oje. Alter, ich mach mir gleich echt in die Hosen, Alter. Ein Riesengebiet, das heißt doch nichts Gutes. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Oh Gott, ja, bitte. Shit. Das dann ernst? Kann ich irgendwie weglaufen? Irgendwie ja nicht. Alter! Das Ding mir hinterher. Einfach alles verminen, das hilft vielleicht. Aua. Was mache ich denn jetzt damit? Kämpfen die gegen das Ding? Rücken. Okay. Au, Mann. Warum erleide ich die ganze Zeit Schaden? Junge! Ja, ich krieg hier die ganze Zeit auf die Fresse. Greif doch den Bären an. Jetzt. Habe ich noch Granaten oder ähnliches? Zwei Stücke. Ist das Vieh tot oder was ist jetzt? Da ist auf jeden Fall... Ist es weg, glaube ich. Da. Wer ist denn das jetzt? Okay. Dann mache ich mich vom Acker. Artyom, hier! Ja, Menschen! Gott sei Dank bist du noch am Leben. Du hast deinen Freund mitgebracht. Moment, ist das... Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller! Dann bringen Sie ihn weg von mir! Eine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom?
Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Khan hat nicht Unrecht, Miller. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit... Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mein Volk, die sind drinnen und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Wacht auf, ihr Bastard! Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Ein sehr spannendes Abenteuer. Aber an dieser Stelle machen wir erstmal ein Päuschen und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen bei Metro Last Light Redux. Es geht jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen in die heiße Phase Richtung Ende. Ich bin schon mal echt gespannt. Nachdem wir jetzt Miller den Schwarzen gezeigt haben und er mit uns kooperieren möchte, haben wir gerade gesehen, dass noch ein paar Schwarze überlebt haben, die sich in D6 verschanzt haben. Mal sehen, ob wir diese befreien und wecken können. Also, bis zum nächsten Mal bei Metro Last Light Redux.